Ich habe übrigens von Jane eine E-Mail bekommen und sie sagte, ja, sie freut sich darauf, sie sehe, dass ich, also sie hätte mitbekommen, dass ich eben hier gut angekommen sei und alles gut läuft, so wie es sein sollte. Und sie freut sich darauf, wenn ich wieder zurück bin und die Farm des Vaters weiter übernehme, die Ranch. Noch ist mir nicht ganz klar, in welcher Form ich dann da Landwirtschaft betreiben werde, aber auf jeden Fall, ja, das ist das, was ich vorhabe. Ich weiß es noch nicht, vielleicht habt ihr eine Idee. Es könnte sein, dass ich mich in die Kartoffelproduktion einfuchse oder eben Kenntnisse aus der Milchproduktion mitnehme. Weiß es noch nicht, aber auf jeden Fall kann ich dann die Lizenz haben, dass ich die Farm übernehmen kann, die Ranch. Und dann schauen wir, wie es dann weitergeht. Noch ist ein bisschen Zeit dahin, es ist erst gerade der Dezember, noch habe ich 3-4 Monate Zeit, bevor es dann im Wyoming Frühling wird, wo ich die Felder bestellen kann. Noch ist es gerade tiefer Winter, Schnee, es ist kalt unter Null und hier bin ich im Sommer. Schön. Tja, mir ist gerade in den Kopf gekommen, dass ich ja eigentlich das Grasfeld auch noch walzen könnte. Aber erst muss ich mal diesen Traktor auftanken. Und seht selbst, das Methan ist hier noch bei vielleicht 20%. Das heißt, ich kann endlich mal das eigene Methan tanken. Und dann schicken wir den mit der Walze aufs Feld. Dann kann er derweil auch noch walzen. Dann haben wir auch wieder einiges erreicht heute. Heute zumindest, ja. Ich hoffe, dass wir dann auch vor dem Mittag oder so irgendwie durch sind. So. Wird betankt. Das ist richtig cool. Richtig cool. Es ist so ein schönes Gefühl, dass man das eigene Methan tankt. Ich wollte ganz kurz mit dem Bürgermeister sprechen. Ist der zu sprechen? Ach, von Niedersachsen, alles klar. Ja, genau. Ich wollte mich nochmal bedanken für die große Menge, die ich auch an List bekommen habe. Genau, also ich möchte eine Offerte abgeben bezüglich 1 Million Liter Mist, die wir bereit haben und versenden können. Jetzt sollten wir preislich noch einen Weg finden. Was ist denn eine Vorstellung pro 1000? Pro 1000 würden wir sogar bereit sein für argentinischen Mist. Da schaue ich mal nach. Wir haben ja schon einmal was bekommen. Das wäre, glaube ich, im Bereich von... Hupdi-dupdi-du. Da muss der Bürgermeister erstmal in die Schublade greifen, gucken, die Preisliste rausholen. Und da haben wir bisher bezahlt... Ein Mist für 1000 Liter um die 60 Euro herum. Pro 1000? Ja. Wow. Okay, ich würde sagen, also ich komme heute mit einem Angebot, weil auch das Verschicken ziemlich günstig gerade ist. Alles ist gerade ziemlich günstig. Ich würde verkaufen dies für 20. Das ist natürlich hervorragend. Na, das könnte ich, also da können wir nicht nein sagen. Da wären wir sehr dankbar. Wunderbar, wunderbar. Dann schicken wir die morgen los, die 1 Million, und dann sollten die dann Ende der Woche bei Ihnen sein. Ja, perfekt. Uns wird das sehr helfen auch bei der Saatgutproduktion, denn momentan geht ja auch die Saatzeit los, zumindest für Baumwolle. Wunderbar. Mhm. Und da sind schon Werke entstanden, da können wir uns natürlich dann drüber freuen. Mhm. Wunderbar, okay. Dann würde ich sagen, mache ich die Lieferung fertig. Ab morgen ist die bereit und dann wird die verschifft. Perfekt, dann haben wir sie in etwa 14 Tagen vor Ort. Ja, genau. Okay. Wunderbar. Ja, dann sage ich schon mal vielen Dank. Ja, kein Problem, dafür nicht. Das ist kein Problem. Das ist jetzt mal ein Sonderpreis für dieses Mal und dann nächstes Mal schauen wir dann, wie es denn weitergeht. Ja. Also wir hätten auch in Gegenleistung sonst noch etwas anzubieten. Ich weiß nicht, wie viel Gras bei den meisten noch vorhanden ist von den letzten Feldern, aber die wachsen jetzt ja auch gerade frisch nach. Mhm. Wenn das jahreszeitbedingt Argentinien entgegenkommt, wird es bei uns wahrscheinlich in absehbarer Zeit wieder ganz viel sattes, dickes, grünes Gras geben.
Wow, wunderbar, okay. Also krass, im Moment haben wir genug. Was wir gerne immer nehmen, ist Stroh, aber ich weiß, dass ihr auch sehr viel Stroh braucht. Aber Stroh ist zum Beispiel immer etwas, was hier gerne gesehen wird. Ich denke mal, dass wir die ersten Strohproduktionen so Richtung Juni oder August dann haben. Aber man kann das natürlich notieren und auf dem Zettel behalten. Ja, klar. Nur falls ihr mal einen Strohüberfluss habt, da können wir auch ein Tauschgeschäft machen. Also Stroh wird hier immer sehr gerne genommen, weil wir müssten auch gleich noch einen zweiten von an anderen Farmen muss man auch noch einen Vertrag aufnehmen, damit wir genügend Stroh haben, weil ja, wir haben ja das letzte hin mit dem Lohnunternehmen zusammen haben wir einiges an Stroh gesammelt, aber es wird nicht genügend sein fürs ganze Jahr, deswegen muss man noch einen Auftrag annehmen. Alles gut, alles da. Dann verbleiben wir so. Meldet euch, wenn ihr Stroh habt. Macht, gibt mir einen Preis. Wir haben hier alle, jeden Monat haben wir so 1 Million Liter Gülle. Mist, braucht ihr denn Gülle auch oder nicht? Gülle nehmen wir ebenfalls sehr gerne. Wir haben nämlich nur einen Großbetrieb mit Rindern. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit beim Stroh auch groß, dass das übrig bleibt. Und wir würden ganz gerne natürlich Gülle auch nicht nur für die BGAs verwenden, sondern auch für die Düngeaktion, die jetzt demnächst dann mit der ersten Aussaat folgen werden. Das wäre natürlich Okay, der hervorragend. Güllepreis ist ziemlich ähnlich wie der Mistpreis, ja? Ja, wenn man mal Okay. direkt auf die Tabelle gucken, aber Gülle liegt bei 64 paar zerquetschte, also fast das gleiche, ja. Okay, gut. Das heißt, ja, wenn ich dann Gülle wieder habe, jetzt habe ich nämlich gerade, ich wusste nicht, dass ihr braucht, habe ich die gerade weggegeben. Aber wenn das so ist, dann könnten wir im Prinzip sogar Transportkosten senken und jeweils 1 Million Gülle wie 1 Million Mist verschicken. Dann kann man die Transportkosten senken pro 1000. Ja, das wäre Ja. prima. Also die Dorfältesten haben sich auch schon angeboten, sogar beim Abtransport und der Annahme dann zu helfen. Also wir haben genug Ja, Transportmöglichkeiten. perfekt, wunderbar. Okay, dann bleiben wir im Gespräch. Dann wünsche ich noch alles Gute. Und ja, immer freundlich mit Ihnen Geschäfte machen zu können. Ich ja, freue uns ebenfalls. Danke sehr. Danke, bis denn. Bis dann. Ciao. So, das war also das Gespräch mit dem Oberbürgermeister von Niedersachsen. Wir haben die nächste Lieferung an Mist schon fast bereit. Das heißt, die wird morgen verschickt. Ja, Gülle können wir jetzt, haben wir jetzt heute alles weggefahren. Das heißt, hier müssen wir warten, bis wieder etwas da ist. Aber das geht ja bei diesen Stinkeviechern ziemlich schnell. Ja, da habe ich keine Angst, dass das nicht hinkommt, dass wir da noch innerhalb kürzester Zeit dann das nachliefern können. Ist auch schön, das sind 200.000 Euro, die wieder auf unsere auf die Einkommensseiten kommen. Und das heißt, davon 5% sind wieder meine. Das sind auch wieder 10.000. Klingt echt gut. Na, so geht das vorwärts. Da können wir pro Monat nochmal 10.000. Das ist schön. Wer hätte das gedacht, dass Mist und Gülle zum Exportgut werden? So, mal gucken, wir sind jetzt bei 44% des Vertrags. Das heißt, wir sollten jetzt gegen 50% abgeliefert kriegen. 37% wurde abgeliefert. Okay. Das waren jetzt 3 Fuhlen. So, also, das Feld ist fast durch. Der Drescher hat noch eine halbe oder dreiviertel Bahn. Und dann geht es daran, das Stroh aufzusammeln, das dann in unser Silo kommt. So, der wird noch abgeladen. Dann fahren wir auch da drüben hin. So, das heißt, ich konnte leider das nicht so machen, wie ich das wollte, weil da es nicht mein Feld ist, kann ich es nicht so aufnehmen. Also ich wollte es mit der Fräse aufnehmen. Kann ich leider nicht machen, weil es ja nicht mein Feld ist. Das heißt, ich muss hier mit dem Ladewagen das Stroh abholen. Und daher
muss ich das halt jetzt so machen, habe ich jetzt einen zweiten Traktor genommen mit dem zweiten Ladewagen, der gemietet ist. Und das heißt, ich müssen das jetzt so machen. Dann müssen wir kurz gucken hier. Den Kurs laden. Das ist der hier. Dann schicken wir den hier auf den Weg. So, langsam aber sicher kommt es hier zu einem Ende. Ich hätte ja eigentlich Nachmittag in die Schule gehen müssen, in ins Ausbildungszentrum. Haben alle angerufen, haben gesagt, wir gehen nicht, wir können nicht gehen, weil es ist nämlich Regen angesagt für heute 18 Uhr, 18, 19 Uhr. Und ja, dann wurde ganz klar gesagt, es wurde alles abgesagt für heute für den Unterricht, weil wir waren natürlich nicht die Einzigen, die nicht gehen konnten. Wenn Regen kommt, ist natürlich das Wichtigste, ist natürlich die Ernte. Und da dieser Ausbildungsbetrieb natürlich mit der Landwirtschaft sehr verbunden ist, dann, die verstehen dies natürlich, haben dann entsprechend die Entscheidung gefällt, dass da die Schulung vertagt wird. Und zwar natürlich aus dem Grund, dass eben alle bei den Ernten helfen können. Es ist Sommer, das ist Erntezeit. Das heißt also, hier muss man dranbleiben. Also wir können auf jeden Fall diese Ernte noch einbringen. Das Stroh ist schon fast alles weg. Es sind noch vier Bahnen sind noch da. Und haben etwas über eine 1,2 oder 1,3 Millionen Liter Stroh wegbekommen. Das heißt, jetzt dann an einem anderen Tag können wir dann das Stroh verteilen in die Futtermischanlagen. Und damit haben wir auf jeden Fall den Jahresbedarf jetzt endgültig gedeckt. Das ist auf jeden Fall, das reicht. Gehen mal zu dem Silo und können mal gucken, was wir jetzt an Stroh da haben. Wir haben 1,3, fast 1,4 Millionen. Das heißt auf jeden Fall, dass genügend Stroh da ist. Zumindest bis zur nächsten Strohernte. Ansonsten haben wir ja auch noch mit Niedersachsen, also mit Germany, Kontakt gehabt. Die werden uns dann wahrscheinlich auch noch im Verlaufe des Jahres, weil ja das zeitversetzt ist, um ein halbes Jahr, werden sie uns dann im Dezember oder im August hier auch noch mal so eine Million Liter zuschicken. Mist kriegen sie auch demnächst wieder. Von uns, Mist und Gülle, da kriegen sie jeweils eine Million Liter. Und ja, das wäre auf jeden Fall so circa das, was abgemacht worden ist. Wunderbar, so, das heißt, wir würden jetzt hier noch warten, bis wir hier fertig sind. Der ist im Rausfahren, der ist gerade am Reinfahren. Das heißt, es sind noch drei, vier Bahnen da. Das heißt, in dem Falle, dass noch jeder Traktor noch mal eine oder zwei Reisen macht. Und da sind wir auf jeden Fall vor dem Regen durch, was hervorragend ist. Wir schauen mal kurz in die Entwicklung der Kühe rein.
Wir haben die heute Morgen gesehen, da war alles gut. Wir haben noch ein bisschen was Futter nachgereicht. Die Gülle haben wir abtransportiert. Da ist eigentlich ziemlich gut, also wie alles jetzt weg. Futter ist auch genug. Morgen ist wieder Milchwegfahrtag. Dann schauen wir nochmal in die Produktionsanlagen. Wir schauen uns mal hier rein. Da haben wir jetzt 100.000. Da muss auf jeden Fall noch etwas an Stroh rein. Das ist hier auch so. Da haben wir jetzt 80.000. Wir brauchen wahrscheinlich noch mal ein paar Futtermischanlagen. Na, das geht nicht anders. Wir haben genügend Heu und Silage. Das heißt, da haben wir definitiv genug. Ich würde sagen, wir werden auf jeden Fall eventuell auf dem Nachbarsgelände noch mal zwei, drei Futtermischer hinstellen müssen. Ich würde wahrscheinlich tendieren zu sagen, wir verdoppeln die Futtermischer. So haben wir auf jeden Fall genug Kostenpunkt für die Futtermischer. Es sind 20.000, 80.000 pro müssten wir, also 80.000, wenn wir nochmal vier hinstellen wollten. Ich glaube, das müsste fast sein, sonst kriegen wir das nicht hin. Es wäre ideal zu wissen, ob wir hier nochmal eine hinstellen könnten. Hier in dieser Ecke. Nochmal vier hinstellen. Müssen wir machen. Können wir vier nochmal da drüben hinstellen und die jeweils auf Verteilen stellen und dann gucken, was passiert. So, jetzt bleibt noch eine Bahn und ein bisschen was über. Das heißt, wir müssen noch mal zwei Traktoren herkommen. Genau, da muss noch eine Tra ein Traktor, muss noch zwei müssen noch herkommen. Der kann dann gleich wegbleiben, der hier. Den stellen wir dann gleich zur Seite. Thank you.
dieser bleibt jetzt dann hier. Lädt noch ab und dann bleibt er da. Und die beiden Anden holen noch das, was noch liegt. Und damit kann dieser Auftrag danach auch abgeschlossen werden. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Stroh. Für die nächsten 3-4 Monate. So, du bleibst mal hier drin stehen. So, der geht auf seine letzte Reise. Damit warten wir erstmal, ob der andere das eventuell alles aufnehmen kann. Ist noch nicht sicher. Könnte eigentlich fast reichen. Das war ein ereignisvoller Tag. Wir hatten zwischenzeitlich 600.000, jetzt haben wir wieder 560.000. Das sind die ganzen Helfer, die da mitgeholfen haben. Ist nicht wichtig. Noch haben wir Geld. Auch die 80.000, die wir morgen wahrscheinlich ausgeben müssen. Und zwar noch 4 neue Maschinen herkommen zum, also Fabriken herkommen zum Futtermischen. Das werden wir sehen. Also hat es nicht ganz gereicht, macht nichts. Den Rest nehme ich noch mit. So, das war diese Ernte. Das ging länger, als wir gedacht haben. Aber es ist getan, es ist vollendet. Das heißt, wir können diesen Auftrag jetzt auch beenden, damit wir wenigstens etwas reinbekommen, was rausgegangen ist. Und da haben wir wieder die 600.000. Geben wir noch das Material zurück, was gemietet worden ist. Einmal den Fast Track. Und dann haben wir 2 Ladewagen, die gemietet worden sind. Die geben wir auch zurück. Die brauchen wir auch nicht mehr. Das heißt, wir können hier diesen Traktor jetzt wegparken. Können den noch kurz auftanken mit dem eigenen Methan. Das ist auch gut. Noch kurz waschen und gut ist.
Dann ist 17 Uhr, das heißt, wir sind gerade noch fertig geworden, bevor hier der Regen kommt. Der wird demnächst dann kommen. Schauen wir gleich mal. Der war hier dran. So, dann haben wir alles wieder da, was sein soll. Wir haben ein leichtes Minus, denn wir hatten heute auch schon einiges an Milch verkauft, 160. Wir sind ganz, ganz leicht im Minus. Ja. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wir werden hier auf jeden Fall morgen dann weitermachen. Es liegt morgen wieder vieles an Umschichten an. Das heißt, viel Milch wegfahren. Falls euch diese Geschichte gefällt, dann lasst doch gerne den Daumen da. Es würde mich auch freuen, wenn das ein oder der andere Feedback in dem Kommentarfeld hinterlegt wird. Ich würde sagen, ich bin weg. Wir gehen kurz schlafen. Danke, tschüss und hasta luego.